So, wir nähern uns jetzt langsam dem Storebält und werden kurz davor nochmal hier vorne ist so eine kleine Tankstelle. Da werde ich dann auf jeden Fall nochmal halten, aber wir sollten jetzt gleich quasi ja, da hinter der Kurve, hinter diesem Waldstück da vorne wieder Wasser sehen. Odense war jetzt nicht so spektakulär, da was zu zeigen. Ich habe nebenbei noch ein bisschen Schreibarbeiten erledigt, ein bisschen gebucht beim Fahren und ja, ein paar Gleichungen berechnet, ne? Was man so macht halt, war die Zeit dann ganz schnell um. Oh ja, endlich mal wieder Motorradfahrer, gleich von hinten links. Lackierung KTM, jupp. Ah, Schwitzer. War heute ein recht lauer Tag. Ich konnte erst um 11 losfahren. Davor hatte ich ja Sport gemacht. Und da hat mir das Navi dann gesagt, wenn du jetzt voll durchfährst, bist du 17:15 Uhr da. Nicht gerechnet die Dreiviertelstunde Pause, die ich dann noch machen musste zwischendurch. Das heißt, es wäre 18 Uhr geworden. Das heißt, ich hätte es heute eh nicht mehr geschafft bis zum Ziel und Ausladen. Dementsprechend habe ich dann den Tag heute ein bisschen anders genutzt. Ich war dann nochmal in Flensburg beim Lederer und habe da auch die Mittagspause verbracht oder halt diese Dreiviertelstunde, die ich dann auf eine Stunde ungefähr ausgeweitet hatte. Und musste dann allerdings nochmal umkehren, weil ich wollte dann über die B200 über Dänemark auf die Autobahn fahren, habe dann auch die elektronische Vignette gebucht und musste dann allerdings halt bei der B200 dann auf dänischer Seite umkehren, weil dann LKW-Verbot war auf der Straße. Und das heißt dann wieder nach Flensburg zurück. Rüber zur Autobahn und dann auf die Autobahn drauf. Und Thema elektronische Vignette, weil ich bin noch nicht sicher, ich werde mal abwarten, was mir die SVG dann sagt, ob die halt diese Strecke gleich mitberechnet haben. Also ob in Dänemark die elektronische Vignette schon über die SVG läuft, weil das ist nicht so klar rauszulesen. Weil das, was ich gelesen habe, ist, dass die großen Brücken, die zwei großen Brücken, ich meine auch die Storebælt, mit kalkuliert werden. Ansonsten Dänemark, Tagesticket oder ich habe jetzt für die 2 Tage 24 € bezahlt. Also im Vergleich zur Schweiz oder Deutschland ist das echt ein Witz. Weil 24 € oder 12 €, was kannst du da fahren in Deutschland für 12 €? 1 € sind ungefähr 3 Kilometer. Tja, kannst also 36 Kilometer kannst du fahren in Deutschland für 12 €. Das ist, da bin ich jetzt hier schon, weiß ich nicht, 200 unterwegs für immer noch 12 €. Also, das macht hier schon deutlich mehr Spaß. So, jetzt werden wir hoffentlich gleich mal ein bisschen Wasser zu sehen bekommen. Aber ich muss immer achten von der Videolänge, dass es nicht zu lang wird, wegen dem Empfangsteil vom Mikrofon, weil das sonst zu heiß wird und aussteigt. Lass mal kurz hier dran. Ah, wird schon warm. Oh, das ist schon. Also, Empfangsteil ist schon ordentlich warm. Einfach nicht zufriedenstellend. Ich hoffe, es hält noch durch vom Ton her, dass wir es noch bis vorschaffen. Und dann fahre ich erstmal kurz an diese Tanke ran und überprüfe das nochmal mit dem SVG-Mautgerät. Und da mich jetzt sowieso keiner jagt, kann ich dann nochmal diesen Blick genießen aufs Wasser, auf den Storebælt. Und dann laden wir das Empfangsteil gleichzeitig nochmal auf, lassen es abkühlen und fahren dann gemeinsam, allerdings auch nicht zu spät, rüber.
Sonst haben wir nämlich kein Licht mehr. Und morgen wollte ich nämlich die Rücktour Richtung Deutschland, wollte ich dann ganz gerne Richtung mit der Fähre antreten. Das heißt, nicht nochmal drüber. Über die Belz. Mal hier Tesla. Die sahen aus wie eineiige Zwillinge. Diese Retortenautos. Ich mag sie einfach nicht. Ich bin da überhaupt kein Fan von. Was heißt kein Fan von? Also ich finde es halt absolut nicht nachhaltig. So, 750 Meter. Das ist aber, glaube ich, noch nicht die Tankstelle. Da hinten, da kommt die Tankstelle. Ah, und das Restaurant zur Goldenen Möwe hat sich da auch schon breit gemacht. Einfach nur furchtbar. Großes F, großes Urchtbar. Nyborg, fahren wir mal runter. Ich gehe mal davon aus, dass es nämlich hier ist. Das ist tatsächlich da hinten noch mal eine andere. Na gut, dann verschwenden wir halt ein bisschen Diesel wieder mit dem Anfahren. Nehmen die dann da hinten, weil hier, das bringt ja nicht viel. Ach Junge, fahr doch zu, mach hier keine Bummelei. Gucken wir mal, wann der Punkt hier auftaucht. Es kommt gleich ein leerer Volvo vorbei gebraten. Fünfundvierziger. Knut Sovet oder Knut Schovet? Ich würde sagen Knut Sovet. Da war noch ein 164er Scania. Ach, da drüben. Oh, herrlich. Das ist ein Bauwerk. So, und das werden wir jetzt gleich nochmal hier im separat anfahren, genießen. Und in der Zeit werde ich jetzt hier mal schön steil hoch wieder vorne. Kostet Sprit 13,79 Kronen. Das sind umgerechnet ungefähr 1,75, 1,80. Ist natürlich nicht so attraktiv, gerade im Moment in Deutschland 1,48 teilweise der Diesel. So, dürfen wir denn hier mit dem LKW hin?
Und Polen sind auch überall hier, also. Weiße Gebiss. So, ziehen wir mal drauf hier. Gut. So, ist ganz schön Wind hier. Und gleich nochmal den Müll mit weg. Muss mal aufpassen, dass die Tür nicht gar komplett aufreißt, wenn du die aufmachst. Also, stellen wir euch mal einen Kaffeebecher her. Lade ich auch drin. Oh, es regnet. Oh. Hinten ans T-Shirt ran, oh, volles Rohr auf dem Rücken. Auf der Brücke anführt dann, also fühlt. Wenn wir auch richtig komplett vollgeladen sind, müsste es eigentlich gehen. Also richtig ekelhaft. Ich gehe jetzt mal rein. Ach Gott. Ah, ich gehe jetzt mal rein. Oh. So, einen heißen Kaffee habe ich geholt. Ganz wichtig dann noch, dass ich hier war in Dänemark. Au. Und Lakritze. Ja. Da hinten steht der Schnubbelblu. LKW. Gehen wir jetzt rein und dann fahren wir jetzt rüber. Was wir heute haben, das haben wir. Ich habe wirklich überlegt, ob ich hier bleibe und hier schlafe. Aber wir fahren mal rüber, dass es noch schlimmer wird. Und wenn wir durch sind, sind wir durch. So, weiter geht's. Mikros sind auch angeschlossen. Und dann hören wir mal. Der Kollege hier links, der steht sehr, sehr weit draußen. Vorbei, ohne ihm die halbe Hütte wegzurasieren. Ein bisschen frische Luft brauche ich. Neuen Kaffee haben wir auch. Das ist ja auch in Norwegen und ich meine in Dänemark. Also Kaffee ist ja so national gut. Oh. Die Polizei hat da hinten mit Blaulicht zugemacht. Wartet mal, da müssen wir jetzt mal gucken. Ich weiß nicht, ob die speziell diesen LKW da angehalten haben. Ne, das ist auf der Abfahrt. Das hat mit der Autobahn nichts zu tun. Den habe ich speziell den LKW da rausgeholt. Oder machen da irgendwas. Da vorne, ich weiß nicht, ob das, da kommt es gleich ins Bild. Hier irgendwie, da drüben sind sie. So, aber schwerer als wir können wir nicht sein. Ich bin wirklich 40 Tonnen schwer. Ich sage jetzt nicht, wie schwer ich wirklich bin. Aber die 40 haben wir. So.
Gübenhagen. Der Kollege darf auch weiterfahren. Litauischer Kollege. Stop for Blink. Okay, Schrank ist offen. Wir haben Rückenwind, also segeln wir einfach nur so rüber. Ansonsten wunderschöner, hier unten seht ihr auch die LKW stehen, wunderschöner Truckstop. Und da drüben, das versteckt sich jetzt hier hinterm Spiegel, da ist dann die Brücke. Es geht erst jetzt so nach drüben und dann nochmal eine Rechtskurve und dann kommen wir über die Brücke. Genieße das gerade. Ich muss jetzt gar nicht so viel labern und muss sich jetzt hier nicht über die Baugeschichte unterhalten, sondern es einfach ein bisschen genießen. Aber hinter mir ist ein holländischer oder dänischer Kollege und ich glaube, der würde gerne ein bisschen schneller, aber da muss er sich entspannen. Also ich fahre jetzt hier die 80, die erlaubt sind. Nicht wirklich schneller. Ich will nicht negativ auffallen und auf der anderen Seite will ich das hier richtig genießen. Das war gerade ein Volvo, da hatte ich gerade so ein Gefühl, als hätte ich den schon mal gesehen, auch in den Farben von der Aufmachung, wie der 500er vom Nottelmann damals, den er sich so schön gemacht hatte. Könnt ihr euch noch erinnern, Staffel 1 oder 2 von Asphalt Cowboys? Der hatte doch mal so einen schönen 500er Volvo. Ich glaube, der will jetzt hier vorbei, der Volvo hinter uns. Guckt immer mal raus, dann musst du halt überholen. So ein kamerabasiertes System, so also eine Überwachungsstation. Mal gucken, ob er, da sind wir jetzt gerade vorbei, ob er sich jetzt traut. Gerade hoch zur Brücke guckt, ich weiß nicht, wo die jetzt bei euch jetzt ist, hier, dann sieht das so aus, als würde der Verkehr in meine Richtung stehen. Aber das ist nur, weil die LKWs in Relation zur Brücke so klein sind. Deswegen ist die Vorwärtsbewegung, sieht so marginal aus. Und deswegen sieht das aus, als würde es stehen, aber tatsächlich bewegen sie sich langsam. Wie auch gleich. So, jetzt geht's los. Rechts nochmal ein Leuchtturm. Und jetzt geht's hoch. Straight nach oben.
das ist schon. Da ist man stolz, Ingenieur auch zu sein. Und das ist auch aus Beton gebaut. Das ist schon ein sehr erhabenes Bauwerk. Das ist schon, das ist so ein cooles Gefühl hier. Das ist, hat das. Wow. Wir sind gerade richtig hoch. Ich schätze mal so 50 Meter über Wasserlinie. Man kann es ja von hier schräg oben so richtig runter gucken. Wow, das ist sich einfach mal ein Hut für so eine Ingenieursleistung. Atemberaubend. Absolut atemberaubend. Das muss man sich auch immer mal wieder bewusst machen, weil gerade wenn man über sowas fährt oder auch was die Römer gebaut haben, damals schon an Aquädukten und Brücken und Bauwerken. Und das ist natürlich hier nochmal gigantischer. Irre, irre. Einfach nur erhaben. Das ist so riesig. Der Volvo hinter mir, der ist weg. Da ist jetzt ein MAN. Gab es hier die Möglichkeit, Pause zu machen? Nee, danke. Überholt hat er mich ja auch nicht. Aber vorne ist so eine Mautstation. Und das müsste ja jetzt eigentlich hier gehen. So, da muss ich mal kurz auf die Box schalten. So, ich habe den Dienst Dürrebald mit dabei. Müsste eigentlich hier durch können. Fährt rechts vorbei. Wo ist das jetzt hier nur? Der fährt da durch, okay. Warte mal, wo fährt denn der lang? Da lang, okay. Gucken wir auch mal hier im Express rein. Ob das geht, das muss ja gehen. Grün. Grün. Gut. Hat funktioniert. Cool. War ich jetzt ein bisschen aufgeregt, ob das jetzt so klappt. So, wir sind jetzt ein bisschen schon im Landesinneren. 46 Kilometer bis zum Ziel und die Lichtstimmung ist gerade so schön. Ich habe wahnsinnig schöne Regenbögen gesehen, goldiges Licht, also total schön gerade. In dem Moment, wo ich die Kamera wieder anstecke, verschwindet es langsam wieder. Mittlerweile freue ich mich, wenn ich auch mit dem LKW fahre, so einen runden Fahrstil hinzubekommen, so dieses Gleiten lassen, ne? Das Ganze möglichst wenig auch die Betriebsbremse zu nutzen und nicht immer voll durchzubeschleunigen, sondern richtig schön das
ist dann kein Rennen. Da ist mal so ein Flow drin. Was haben wir noch? Ach, Motorräder mit Anhängern dürfen ja auch nicht schneller als 70 fahren. So, dann haben wir wieder einen Kreisverkehr da vorne. Flachland und mit leichten Steigungen ist vollkommen ausreichend, auch voll ausgeladen. Ich hatte gerade jetzt unter einem Video die Frage gelesen, ich glaube, ein Kommentator mit Brummi drin war das, der fragte, warum habe ich mich für MAN entschieden? Da könnte man, glaube ich, mal ein Video machen. So ein ganz eigenes Video. Warum habe ich jetzt diesen LKW genommen und keinen anderen? Das war auch ein bisschen eine Gründerfrage, eine Frage des Investments und wo kriege ich fürs Geld das meiste raus? Und da könnte man, glaube ich, mal ein eigenes Video dazu machen. Aber ganz kurz gefasst, MAN hat fürs Geld im Gebrauchtsektor zu dem Zeitpunkt, wo ich die Kaufentscheidung getroffen habe, das meiste geboten. Inklusive Gebrauchtfahrzeug Garantie, so nennen sie es nicht, dürfen sie nicht aus Versicherungsgründen, aber quasi so eine Art, es ist eine Art Garantie auf alle mit Öl in Verbindung kommenden Teile inklusive Abgassystem. Und das gibt dir halt, wenn du anfängst und nimmst dann auch ein Gebrauchtauto, nochmal so ein bisschen zusätzliche Sicherheit. Und ich finde, dem Auto merkt man jetzt nicht unbedingt an, dass der jetzt hier schon, wie viel hat der Porsche runter, 486.000 runter hat. Davon knappe fast 30.000 mit mir. Und der funktioniert sehr solide. Also wir hatten einmal das Thema Retarder, so ein Flansch, der undicht geworden ist. Das andere war der Sensor. Aber ansonsten funktioniert der LKW tadellos. So, das ist der letzte Kaffee für heute. Das ist eigentlich schon viel zu spät für mich. 20 Uhr jetzt fast. Meine Hoffnung ist, ob man da parken kann. Das ist ein schönes Ausblick
vielleicht nachts auch das Meeresrauschen hören kann. Das wäre toll. Ich mache das auch mit dem Wohnmobil immer so, dass ich dann nochmal gucke. Und manchmal funktioniert es, manchmal finde ich was. Und ja, manchmal nicht. Müssen wir noch nach Süden und dann kommt auf einmal das Wasser an die Straße ab. Vielleicht haben sie da ja so einen kleinen Parkplatz eingerichtet. Morgen müsste ich dann nur noch mal ein paar Kilometer nach Osten fahren, vielleicht so 8 oder sowas. Also das nehme ich in Kauf, zumal ja hier die Mautbedingungen deutlich besser sind. Das kostet mich jetzt einfach nur ein bisschen zusätzlich Diesel. Das ist mir wert für eine schöne Nacht. Und hier hätten wir schon mal einen LKW-Parkplatz. Hier könnte ich mich hinstellen. Hier auch. Aber ist noch nicht das, was ich suche. Wir kommen gleich runter zur Ostsee. Ich weiß gar nicht, ob er was versteht, weil ich Fenster offen habe. Aber ich möchte jetzt Fenster offen haben, weil es so angenehme, frische Luft ist. Nicht, dass es nicht immer nur ums Video geht. Ortschaftscharakter schon so ein bisschen. Also auf jeden Fall da bei der Ostsee. Könnte sein, dass da ein Parkplatz ist. Da haben wir auch ein Restaurant. Schon ausgeschrieben. Ja, das langsamer machen. Ich nehme euch mal aus. Guck mal, ist das nicht schön? Ja? Wo kann man stehen bleiben? Es ist richtig schön windig. Hier mit dem Kopf eingeschlafen. Das ist ein bisschen
bisschen angenehmer. Triebachse sieht nur so aus, als würde die weich stehen, aber die steht hier fest noch auf dem Asphalt. Und nur mit dem rechten Rad ein bisschen in der Rasennarbe drin. Das heißt, selbst wenn ich hinten zugeparkt wäre, komme ich nach vorne wieder raus. Ach, schön, oder? Das genieße ich.